Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Ja, heute wieder für meine lieben Damen, die auch in der Beratung sind, für meine lieben Damen, die nicht in meiner Beratung sind, die aber gerne natürlich immer Infos haben zum Thema Training, Körpergewicht, Fettreduktion, schöner Merke Po und so weiter. Und da muss ich eins feststellen, was bei den Frauen so ein bisschen eine Seuche ist. Das ist immer so dieses Gewichtsorientierte. Also ich mache natürlich in meiner Beratung, in Ernährungs- und Trainingsberatung, gibt es einen sogenannten Anamnesebogen. Und da steht in der Regel drin, Wunschziel. Und da sieht man in der Regel immer als erstes vorne stehen, ich würde gern 56, 54, 53, 57 Kilo wiegen. Danach kommt dann irgendwann flacher Bauch, stramme Oberschenkel, Gewebestraffung und so weiter. Aber in der Regel steht immer als allererstes das Gewicht. Liebe Damen, folgendes. Das Gewicht alleine ist nicht ausschlaggebend darüber, ob ich gut aussehe, mich wohlfühle, ob das optische Spiegelbild passt. Es gibt Menschen, die haben Idealgewicht, Körpergröße minus 100, davon 10% abgezogen und haben einen Körperfettwert von um die 30%. Das sieht nicht schön aus. Das sieht überhaupt nicht schön aus. Das ist eine Unterernährung, eine Fehlernährung und da ist natürlich das Gewebe völlig hinüber. In der Regel natürlich alles ohne Spannung. In den Kleidern gut verpackt, sieht das ja alles noch annehmlich aus, aber ausgezogen. Ist es zum Teil schon grenzwertig. Das nennt man die sogenannte runtergehungerte Figur, die künstlich runtergehungerte Figur. Das machen sehr viele Frauen, indem sie einfach natürlich extrem wenig essen und Hauptsache das Körpergewicht auf der Waage stimmt. Leider hat es nicht rumgesprochen, noch nicht rumgesprochen, dass das nicht funktioniert. Wenn wir was machen, wenn wir Gewicht reduzieren, dann sollten wir dieses passive Körpergewicht heruntertrainieren. Verbrennen, Körperfett verarbeiten, nicht runterhungern. Man kann nämlich auch Gewicht verlieren, indem man ganz einfach viel zu wenig isst und der Körper natürlich auch ein Stück weit die Muskelmasse abbaut. Und das führt natürlich dazu, dass wir natürlich auch einen Gewichtsverlust haben, dass wir auch nach einer gewissen Zeit unser Gewicht, was die Waage ansagt, erreichen. Aber Kleider runter, nackt vom Spiegel, ohoho, da stimmt was nicht. Genau aus diesem Grund. Wenn ihr was macht, sollt ihr erstmal darauf achten, dass ihr nicht nur auf das Wagengewicht achtet, sondern der Spiegel ist natürlich hier ganz klar natürlich auch euer Freund, der euch sagt, das, was ihr tut, ist gut oder das, was ihr tut, ist nicht gut. Dazu gibt es natürlich die Möglichkeit, sich medizinisch den Körperfett messen zu lassen. Bitte medizinisch, weil auch da gibt es gewaltige Unterschiede, was es hier die Messmethoden anbetrifft. Ich persönlich arbeite mit einer InBody 520 Waage. Die sind richtig gut, wenn man die Vorgaben einhält und man es richtig macht. Und dann kann man ganz genau kontrollieren, ob das, was man da tut an Gewichtsreduktion, ob das natürlich auch funktioniert. Und ganz klar, 56 Kilo sind nicht 56 Kilo. Das heißt, einfach mal wertungsfrei, wenn ihr 75 Kilo wiegt, sagt, ich möchte jetzt abnehmen, irgendwie so mal runter richtig Richtung 60 Kilo und dann einfach mal sagen, okay, so habe vorher 32% Körperfett gehabt, ich achte mal drauf, dass ich so um die 20% Körperfett bekomme. Einfach mal ungeachtet des Körpergewichts Richtung 20% orientieren, zusätzlich in den Spiegel schauen und dann werdet ihr feststellen, dass ihr das Ganze viel entspannter eingehen könnt, wenn ihr nicht immer laufend diese seltsamen Zahlen im Kopf habt, die euch nur unter Druck setzen. Dann habt ihr sowieso alle 4 Wochen eine Schwankung von 2 bis 2 Kilo in der Regel. Da bekommen die meisten Frauen schon eine Panikattacke. 2 Kilo zugenommen. Erstens mal von heute auf morgen nimmt man keine 2 Kilo Fett zu, das geht gar nicht, sondern das hat immer was mit dem Wasserwert zu tun. Deswegen verhaltet nicht gleich in Panik. Wenn ihr euch wiegt, dann wiegt euch bitte einmal in der Woche immer zum gleichen Zustand, immer am besten morgens auf nüchternen Magen und natürlich auch der Abend davor soll der gleiche gewesen sein, wenn ihr der Abend davor in der Sauna wart, danach zu wenig getrunken habt, dann habt ihr klar am nächsten Morgen 2 Kilo weniger. Aber das ist natürlich kein echter Gewichtsverlust in Form von Fett. Man kann nicht Fett in der Menge innerhalb so kurzer Zeit verarbeiten. Deswegen tut euch einen Gefallen, stresst euch nicht, schaut mehr in den Spiegel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch medizinisch messen, macht regelmäßig eine medizinische Körperfettanalyse und
wenn ihr zu euch zu Hause wiegt, achtet darauf, dass ihr immer einmal pro Woche, das reicht, auf die Waage steht, immer zum gleichen Zeitpunkt, am besten morgens nach der Morgentoilette und immer am besten dann, wenn der Abend davor eben nichts Extremes war, wie zum Beispiel Saunagänge, wie ein Tag davor einen Marathon gelaufen, was auch immer, dann habt ihr realistische Werte, das legt ihr an und dann könnt ihr ganz genau verfolgen, ob das, was ihr da tut, auch Sinn macht. Aus diesen Gründen wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr vorhabt, Gewicht zu reduzieren, wenn ihr euch vorhabt, auf den Strand vorzubereiten. Falls ihr nicht weiterkommt, ich kenne da jemanden, der kennt sich gut damit aus. Bis dann, Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Dein gesundes Gewicht, meine Aufgabe.